Die Gegner scheinen nicht zusammen zu spielen. Zumindest lassen das die Namen erahnen, aber das muss ja nichts heißen, so wie bei uns. Aber dafür sind wir 2 und 2. Ob das gut ist, wird sich zeigen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Level 43, Level 105, Level 38, den Standort des 98, mir egal. Was sagst du denn? Bitte? Ah, wollt's alle wissen, ne? Garage ist sauber, ich schau mal gegenüber, oben. Störe sind da schon zu hören, ich glaube ich, Geduldsraum oben. Nee. Ach, da unten, über zwei. Ah, okay. Keller. Noch 10 Sekunden. Über 2 Etagen. Runter. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Toll. Nein! Weiter zum Standort des Biogefahrgutes. Hoffentlich hat sie es überlebt. Nein, Ash, was machst du? Muss die sofort aufmachen? Ja, die ist verstärkt. Was macht die denn? Warum schießt du aber Ash drauf? Verstehe ich nicht. Ja, ist doch egal jetzt. Mach einfach was. Ach. Schießen auf jeden Fall durch. Das rollt sie nicht. Alter, Leute. Scheiße. Hüpf doch. Drohne bereit. Oh, Leute. Warum bist du eigentlich Rekord? Rumzurennen. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Au, das war glaube ich echt. Jetzt nur gefahren, die Behälter sichern. Ein Gegner verbleibt. Komm schnell auf. Oh. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Wir hatten auch einen Rekrut, der AFK ist. Das war's nicht du? Im Gegner-Team? Du hast ja nicht Bescheid gesagt, dass es losgeht, dass man hier auch zoomen kann. Aha, du warst nicht da, okay. Achso, du warst hier auf dem Desktop oder so. Ich dachte, du warst gar nicht da. Ach, das hast du gemeint, als ich gerade vorgelesen habe, welchen Rang die haben. Hm. Das soll ich ja ahnen. Ja. Ja. Ich war gar nicht richtig drin, schon war die Runde wieder vorbei. Aber du immer rumtrödelst. Nee, ich kümmere mich um die Außenkameras. Außenkameras. Tja, das ist schon von Vorteil, wenn die Gegner nicht wissen, wer man ist. Ja. Brauchst du dann, wenn wir da reingehen, brauchst du dann nicht einmal rumrennen. Das sind doch eh nicht mehr. Gegen Rundenende, wenn du doch eine andere. Oh, toll. Ja, dann kannst du immer noch einen anderen Weg gehst. Na, wirst aber auch markiert, wenn das und du musst vielleicht hektisch nach vorne rennen. Insofern hat das schon so seinen Sinn. Ach, halt oben ist ja gar nicht mal so wichtig. Sind das 3 Wände oben? Nein. Außer macht Newt schon. Mit. Ich stell's mal nicht so weit vor die Tür, falls Ash ankommt. Aber hier kann man ja vorbeigehen, oder? Hm, scheiße. Ach, die war da drin. Twitch ist noch unterwegs. Ah, hier war sie. Was?
Ach da. Boah, blödes Ding. Oh, praktisch. Setze Willkommensmatte ein. Vielleicht habe ich ja Glück und es rutscht da wirklich was rein, aber ist unwahrscheinlich. Pass auf, na, ich bin in der Animation, ich kann es nicht beenden. Ich bin in der Animation, da kann ich Waffe wechseln, wie ich will. Hast du das nicht? Ja, aber da habe ich schon längst angefangen. Ich kann es nicht beenden, wie gesagt. Ja, dann musst du mal deine Tasteneinstellung ändern. Nee. Das macht man doch da nicht mehr, Mensch. Ash, Ash, fürs Macht. Da unten was? Ja, klar, ey. Ich schieß die ganze Zeit durch die Tür, aber er trifft mich dann plötzlich. Ja. Ach komm, Mann, ey. Den Biogefahrgutbehälter, Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Einer geht schon für den Gegnern. Warum auch immer. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters. Vielleicht rausgefallen. Also falls jemand in der Innentür genau da ankommt, habe ich schon mal was vorbereitet. Ein Schreibstück, dass der mit einer Tür gleich kommt. Der Gegner versucht nicht. Jo, Mathe, jetzt hätte ich eine Schrotflinte dabei. Ich soll hinrennen. Nicht messern, da ist noch einer. Leute, oh, was macht denn der? Jetzt will er den messern. Das ist ein Trottelkopf. Ein Gegner verbleibt. Der gesagt, der eigenen Trupps verbleibt. Nein, der ist noch drin hinten. Sagt das ihr, nicht mir. Ja. Ich glaube, es hat's gesehen. Hat's ja auch angeschossen. Nein, immerhin das. Siegreich, alle Gegner eliminiert. Weil das ja dann mit der Granate stehen bleibt und auf ihn schießt. Oh, Mann. Und dieses Blöde da, ich muss jemanden messern, weil er hilflos auf dem Boden rumliegt. Deswegen mache ich sowas nicht. In diesem Spiel lieber aus der Entfernung rauffahren. Worum geht's denn? Hat geschrieben, warum Team-Info. Was soll das heißen? Vielleicht wird er auch, why now, warum keine Team-Info. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Küche sind es auf jeden Fall nicht, aber da können sie gar nicht sein. Stößen, da höre ich schon, ich glaube Keller. Guck mal nach. Echt oben? Nee, Keller nicht. Nee, wir sind oben. Geduldsraum oben? Ganz oben? Ja. 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 Wie oft denn noch? Kommst aber nicht mehr rein. 10 Sekunden bis Einsatz. Schon alles dicht. Ah, Grabschraufentreppenhaus. Du brauchst ja eh nicht mehr hochfahren. Du kommst ja eh nicht weiter. Voll am hellen Rohr, das ist so ungünstig. Biogefahrgutbehälter ist unbekannt.
Warum hängst du denn? Zum Angriff. Wo hast du denn da rumgehauen? Am Treppenhausrohr. Da habe ich jetzt eine Position auf Augenhöhe und auf weißem Grund mit der schwarzen Kamera. Oh, also Kopfschwung musst du aufpassen, die können... Platziere Sprengladung. Bestimmt wieder irgendwo unterwegs. Ja. Hm. Jetzt ist sie tot. Nein, nee, das ist Frau Frost. Frost. Hm. Aber von wo hat die denn... Wo hat die denn geschossen? Gute Frage. Da war doch keiner drin. Vielleicht gegenüber Garage? Ja, da ist die Grabspur gegenüber Garage. Oh! Sab. Ich habe das Teamkollege. Auf den Teamkollegen geschossen. Hat die da bestimmt in der Ecke geholt. Die haben hier oben verstärkt. Interessant. Was machen die denn mit ihren Gerätschaften? Die waren da hier, da, Wände oben, so Quatsch. Verstehe ich nicht. Klopf, klopf. Hier oben haben die eine Menge verstärkt, ey. Pass auf, da ist einer gerade links rüber gelaufen. Also in den Raum, glaube ich. Warte, muss ich auch. Und ich habe Geduldsraum oben ja. Oder Gymnastikraum? Da, wo der Behälter drin ist. Achso. Mann, und da ist ein Loch, pass auf. Macht der hier? Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ach stimmt, ja, ich bin ja gar nicht Bombe, deswegen ja. Der ist in die Matte gerannt. Ah, Mathe. Scheiße. Was macht ihr denn? Oh, Mann! Alter, Leute! Es ist Frost anwesend. Tja. Na. Jetzt verliert er das irgendwie noch. Eigener Trupp getötet. Ja, die von uns haben auch Bescheid gesagt. Chat geschrieben. Deppen. Ich hab gar nicht drauf geachtet, wer es geschrieben hat. Beide von den Typen. Ja. Verstehe, wer will. Die wollen wahrscheinlich noch eine Runde spielen. Warum Ibana ihr Zeug am Holz eingesetzt hat, das ist fraglich. Na doch. Doofheit. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ach. Okay, der macht oben zu der Jäger, nehme ich an. Garage kommen sie rein.
Yes, haben sie. Und auch Buck und dann halt noch jemanden. Also Garage waren es jetzt zwei, die auf jeden Fall rein wollten. Komm auch Garage rein. Trauen sich bloß auch nicht so ganz. Garagenkamera jetzt kaputt. Fahren hier noch mit einer Drohne rum. Die Gegner haben den Gefahrgutbehälter gefunden. Wenn der Typ da mal weggehen würde. Mach heute mal was Besonderes. Er ist noch unten drin, glaube ich. Okay. Rechts. Also jetzt gegenüber von dir. Nur noch ein Gegner übrig. Der wichtigste ist weg. Was? Der wichtigste ist weg? Glass. Er war schon lange weg. Nee. Er war schon tot. Hab ich den jetzt. Ist der jetzt gerade rausgegangen? Ist der Miet Achso, ja, das. Ja, das Kreuz ist irritiert. Irritiert ist manchmal auch. Na. Da kommt der woanders lang, der Sack. Aber ich habe eine Schrotflinteneliminierung. Ah, hier Garage kommt da rein, also. Ja? Nein, nee, der Typ. War das Jäger? Okay. Ja, ohne Termit kommt er eh nicht da drüben rein. Ja. Aha. Alter. Ah, der will Punkte ab. Ja, wobei es kostet ihm was. Scheiße, Mann, Alter. Das Kind. Das ist eh die letzte Runde, von daher. Ist das nicht so schlimm, aber echt bescheuert. Was der gemacht hat. Mal gucken, welche Schrotflinte besser ist. Wobei er hat noch eine normale Waffe. Ach. Er ist hier unten bei der Garage. Okay. Dann gehe ich nochmal den Weg. Wobei 17 Sekunden. Ja, er kommt. Er ist direkt an der Tür. 10 Sekunden noch. Es bleiben noch 5 Sekunden. Meiner! Oh, letzte Sekunde. JTF gegen JTF. JTF gewinnt. Der Ropenjön war das. Bin ich mit der Partie noch zufrieden, weil ich gegen Ende zwei Schrotflinteneliminierungen gemacht habe? Bin ich mit mir im Rhein. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.